Bei der Parlamentswahl in Finnland sind die Sozialdemokraten von Antti Rinne stärkste Kraft geworden. Allerdings erreicht die Partei lediglich 18% der Wählerstimmen und liegt damit nur knapp vor der rechtspopulistischen Partei Die Finnen. Ich hatte gehofft, mehr als 20% zu erreichen, aber das war nicht der Fall. Mit großer Sicherheit sind wir die stärkste Partei geworden, was Sitze und Wählerstimmen anbelangt. Zum ersten Mal seit 1999 wird die SDP den Regierungschef stellen. Doch mit wem Rinne eine Koalition bilden könnte, ist noch völlig unklar. Beobachter erwarten, dass er der drittplatzierten konservativen Sammlungspartei ein Angebot machen könnte. Die beiden Parteien müssten allerdings mindestens eine weitere Kraft ins Boot holen. Wahlverlierer ist die Zentrumspartei des bisherigen Regierungschefs Juha Sipilä. Sie kam auf nicht einmal 14%, was Sipilä auf Kürzungen seiner Regierung im Bildungswesen zurückführt.